Okay, Leute, willkommen zurück bei Tomb Raider Legends. Beim letzten Mal hatten wir hier so einen kleinen Rückblick in Laras Vergangenheit, die uns halt gezeigt hat, was damals passiert ist, als sie hier mit ihren Freunden gegraben hat. Und zwar ist da unten in diesem Tempel irgend so ein Schattenvieh rumgefleucht. Und hat angefangen, Jagd auf Lara und ihre Freunde zu machen, hat die meisten auch erwischt und ihre Freundin Amanda hat einen Stein aus der Wand gezogen, von dem sie sicher war, dass er sie retten wird. Und naja, irgendwie ist es auch eingetroffen, also das Vieh war dann weg, als sie den rausgezogen hat, deswegen hoffe ich auch, es ist immer noch weg. Aber das Ganze hat sich mit Wasser gefüllt und Amanda war unter einem Stein eingeklemmt. Lara konnte nichts mehr machen und Amanda ist dann halt da unten ertrunken. Genau. Aber es wurde ja schon angesprochen von dem Typen, vom Herrn Watland, dass Amanda gar nicht tot ist. Nämlich, dass er von Amanda Informationen hat über Lara. Oh shit, der Sauerstoff. Sauerstoff hält nicht besonders lange. Naja, deswegen ist halt die Vermutung nahe, dass Amanda unter... Also da bin ich sehr gespannt. Unter sehr mysteriösen Umständen überlebt hat. Weil also das, was wir gesehen haben, das sah sehr endgültig aus. Das ist gemein, wenn ich das so sage, aber es ist halt so. Ihr habt ja die Folge gesehen, wenn nicht, könnt ihr sie euch ja nochmal angucken. Also eigentlich, Leute, nee. Da unter so Stein begraben werden, unter Wasser auch noch. Es ist nicht schön und aber ich bin halt auch sicher, das überlebt man nicht. Ohne weiteres, es ist halt wieder Spielelogik. Gerade Tomb Raider-Logik. Weswegen ich jetzt einfach noch nicht so viel darüber meckern will, sondern wir warten einfach ab, was noch passiert. Falls Amanda wirklich lebt, bin ich sehr gespannt, wie das zustande gekommen ist, dass sie nur lebt. Aber jetzt müssen wir erstmal hier reinfinden. Kontrollpunkt. Aha! Genau. Kann ich hier... Okay, hier kann ich atmen. Also genau, hier war's. Hier ist Amanda von uns gegangen. Und was genau habe ich jetzt hier zu tun? Von da bin ich gekommen. Also Sauerstoff hoffe ich, dass das noch besser wird mit der Zeit. Also das ist ja nicht auszuhalten. Muss ich diese Dinger da drücken? Oder rausziehen? Das war knapp. Jetzt... Wie? Jetzt läuft das Wasser da einfach wieder ab. Okay. Na gut. Amanda. Schuhe fallen doch nicht einfach von den Füßen. Er war offen.
Ich hätte nie gedacht, dass sie überlebt haben könnte. Hier war alles geflutet. Wahrscheinlich ist sie doch tot. Das finden wir raus, würde ich sagen. Ich habe hier vorhin was glitzern sehen. Ich habe etwas glitzern sehen. Wo war das? In der Filmsequenz habe ich was gesehen. Hier muss ich durch. Okay, Amanda konnte offenbar ihren Schuh öffnen. Und warum auch immer, hat das schon gereicht, um ihren Fuß befreien zu können. Die letzte Königin von Tiwanaku. Ihr Vater war der König, aber sie wurde von einem Krieger aufgezogen. Als ein Schamane namens Tunupa ihre Herkunft erkannte, wurde sie Königin. Tunupa ist ein anderer. Ihren Gott der Schöpfung. Der Schamane brachte sie zum Titicaca-See. Dort gab er ihr seinen Stab. Ein mächtiges Artefakt. Der Sage nach hat Viracocha einst in dem See gelebt. Der Gott der Wasserklosets. Sie brachte ihrem Volk ein Zeitalter des Friedens. Nach Jahren einer weisen und gerechten Regentschaft brach schließlich ein Machtkampf aus. Ja, wie immer. Kurz darauf starb sie. Man brachte sie mit einem Boot ins Paradies. Erinnert dich das an etwas? An die König Arthus-Legende. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Arthus? Was hat er damit zu tun? Es ist dieselbe Geschichte. Ein Junge, der seine königliche Herkunft nicht kennt, steigt aus dem Nichts zum König auf. Unterstützt wird er dabei von einem Zauberer mit einem Stab oder einem Schwert. Hä? Und nach seinem Tod kommt er dann ins Paradies. Viele Kulturen haben ähnliche Legenden. Die große Flut zum Beispiel. Die gibt es auch überall. War das wirklich so mit Arthus? Ich dachte, der wusste die ganze Zeit, dass er Prinz ist. Aber okay, offenbar nicht. Hoch! Aber es ist doch immer so. Frieden ist langweilig. Machen wir doch einfach nur unter Krieg. Da kann ich mich nicht festhalten. Oh je, oh je. Ne? So ist es immer. Machen wir uns da nichts vor. Was war denn das gerade? Machen wir uns da nichts vor. Frieden war der Menschheit schon immer zu langweilig. Da hat man lieber Krieg angezettelt. Oh nö. Ja, leicht gesagt. Danke. Wow, nicht übel hier. Vielleicht solltest du mal den RAD-Modus deines Fernglases testen. Du könntest recht haben. Denn was? Ja, Hä? Ich drück doch eh. Ach so, ich muss, Also, da mit den Knöpfen bin ich immer nur so ein bisschen.
Es ist ein Mechanismus. Wow. Und das hilft mir jetzt inwiefern? Lass uns das. Ich will es mir merken. Das ist das Fernglas. Okay. Gut. Wie gesagt, Steuerung ist für mich noch ein bisschen komisch. Also so wie ich das jetzt verstehe, muss in jede dieser Mulden eine so eine Kugel. Ja, mir geht es ähnlich. Ah. Okay. Oh, die schöne Statue. Sie war hübsch, aber im Weg. Jo. Ich hatte jetzt eher Angst, dass die jetzt genau auf mich drauf fällt. Zuzutrauen wäre es dem Spiel. La 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 la. Geil ist es ja schon, ne? Stellt euch mal das wirklich vor. Es gibt ja wirklich Tempel, da sind diese Mechanismen noch genauso intakt wie hier. Das ist schon nicht schlecht. Also wir brauchen gar nicht zu denken, dass wir erst seit kurzem in der Lage sind, hier sowas zu bauen. Nein! Warum? Ach. Das wird im Spiel noch einige Male passieren, Leute. Upsi, hups. Hups. Okay, da geht nicht. Jetzt muss ich hier. Hoch, hoch, hoch. Genau. Hopp. Ist hier was? Nö. Das schubsen wir da einfach mal runter. Und ich guck mich mal hier oben weiter um. Bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, wie komme ich denn dann da hoch? Hä? Sie läuft gerade von alleine, ich mach gar nichts. Oder komme ich da momentan einfach nur noch nicht hoch? Weg oder muss ich vielleicht genau von der anderen Seite? Hä? Ach, den Sprung schafft sie dann plötzlich nicht mehr, oder?